Hallo Freunde, willkommen zurück. Star Wars Outlaws. Ja, wie ihr seht da oben, absolut höchster Suchgrad, Most Wanted beim Imperium. Sind noch auf Akiva. Ich habe übrigens noch die Sachen hier oben geborgen. Konnten noch ein Upgrade für den Blaster machen. Das habe ich dann für das Ionenmodul verwendet, um eine bessere Kühlung zu erhalten. Und dann ging es halt, ne? Genau. So, dann hatten wir geguckt, war ich mal hier unten drinne. Das ist eine Schleichgegend. Und da ging alles ein bisschen schief. Hab auch mich übelst da rumgeballert und geballert und geballert. Echt bestimmt eine Viertelstunde, wenn nicht noch länger. Auch Todestruppler erledigt. Da habe ich auch eine Herausforderung gerade gemacht. Musste dann aber abhauen, weil irgendwie hat das nicht aufgehört. Also, das ist scheinbar ein Gebiet, wo du alles nur machen kannst, ohne wirklich dann dort Alarm auszulösen. Alarm habe ich natürlich vorher auch deaktiviert, aber trotzdem war da eine Schießerei im Gange. Ging irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja, naja, bin ich auf jeden Fall geflüchtet und komplett hier rüber in die City. Ich konnte keine Schnellreise machen wegen dem Gesuchtstatus. Und ja, jetzt hauen wir ab. Wir wollten eh nach Tatooine. Gucken wir mal im Orbit, dass wir unseren Suchstatus wieder loswerden. Und haben jetzt nebenbei natürlich noch Fähigkeiten. Die machen wir uns jetzt noch frei. Und zwar haben wir den, weil wir den Flux-Kompressor geholt haben, können wir jetzt das hier freischalten. Die Ionenrauchbombe. Das heißt, wir kriegen noch für die Droiden und sowas eine schöne Ionenstörung dazu. Zack, bam. Machen wir uns. Genau. Dann hatten wir besiege mehrere Todestruppler nacheinander. Das hatte ich dort gemacht. Das sind die Jungs in Schwarz hier, in den schwarzen Rüstungen. Anthrazit, Schwarz-Grau, so, keine Ahnung. Und damit machen wir jetzt erhöht Case maximale Gesundheit. Das ist auch sehr gut. Friese müssen wir, Leute. Haben wir auch gemacht. Ich wollte euch da jetzt mit auf dem Laufenden halten. Jetzt fehlt uns natürlich hier wieder einiges. Finde Schmugglerlager werden wir nebenbei noch finden. Erfülle Händleranfragen werden wir bestimmt nebenbei auch noch irgendwie mal machen. Und Ladungsgamer werden wir auch noch finden. So. Die Ausrufezeichen haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Die gehen bei den Jungs hier irgendwie nicht weg. Ich weiß nicht warum. Ich kann dir nicht sagen. So, keine Ahnung. Dasselbe hier unten. Ich bin am Überlegen, ob wir mal nach. Vorher nochmal nach Dings gucken. Wir gucken gleich mal die Mission durch. Wegen diesem Hacker-Ding. Dass wir die nächste Stufe von dem Hacker-Kram da irgendwie kriegen. Gut, Fähigkeiten haben wir ausgerüstet. Das haben wir im Inventar. Und ich bin der Meinung, ich habe auch so eine Karte von dem Todestruppler bekommen. Das sind natürlich jetzt nur Materialien. Schlüsselkarte, Höhleneingang, wird benutzt, um verschlossene Türen zu öffnen. Für eine Grabungsstätte auf Akiva. Die habe ich nämlich von einem so einem Todestruppler. Und das ist das, was jetzt hier noch steht. Ihr seht das da. Beschaffe die Schlüsselkarte des Offiziers. Hier haben wir eigentlich. Es sei denn, es gibt noch eine andere, das weiß ich jetzt nicht. Wir müssen jetzt hier eh erstmal weg. Genau. Clean wir nochmal eine Runde. Das heißt, jetzt Akiva ist jetzt die Grabungsstätte natürlich dabei. Ausgrabungsstätte 12 ist eine imperiale Ausgrabungsstätte, die vom Imperialministerium für Militärforschung betrieben wird. Genau. Ist um den Einschlagskrater eines Meteoriten aufgebaut und dient zur Forschung. So, Tutorials. Das ist jetzt natürlich. Ich mache das mal die Ausrufezeichen weg. Das ist die E-Rauchbombe nochmal. Uwe Neues. Und jetzt schauen wir nochmal im Journal. Das müsste auf Tashara gewesen sein. Kesselsabak. Müssen wir nochmal alles kurz durchgehen. Haben wir hier irgendwas? Akiva, Toshara, Händlererpressung, Vermisster Astro, Pike-Syndikat, Tresorraum, da fehlen uns noch Pike-Syndikat, Tresorraum, Mirugana und die eine Schlüsselkarte fehlt uns dann noch. Das sind die Schlüsselkarten. Typhoon Felsen. Das ist.
Meriogana Markt. Irgendwo, wo. Ich würde noch mal ganz kurz hier schauen, Schmuggler versteckt, ob wir noch mal irgendeine Mission. Das ist schon wieder Kijimi. Ashiga. Kijimi unbekannt. Crimson Dawn Territorium. Okay. Dann haben wir Experteninformation. Aktueller Standort. Ein Versuch. Irgendwo in Myra gibt es einen Sabak-Spieler. Das müssen wir auch mal nochmal machen. Und das ist diese verschlüsselte Nachrichten, die wir gekriegt haben. Die folgen wir jetzt nochmal, damit wir die. Dass wir die. Aber erstmal muss man in Orbit. Das ist hier eine verlassene Landeplattform. Vielleicht können wir dann diese ganzen Nachrichten nochmal abhören. Ich gucke eigentlich nur. Legendäre Gesetzlose. Kernstückinfo. Da, ein Kernstück zur Herstellung von Ayla Brands Hacking Kit Verbesserung. Das müssen wir machen, das ist auf Toshara. Dann werden wir doch dorthin erstmal reisen. Dass wir, ich glaube, das ist dann das, was wir, wenn wir beim Hacken unten diese drei Möglichkeiten haben, um nochmal eine Zusatz, also den Joker sozusagen einzusetzen, das wäre schon mal ganz hilfreich, weil das wird manchmal doch ganz schön viel. So, das heißt, wir werden danach nochmal den. Ab in Orbit, versuchen unseren Suchstatus loszuwerden. Dann werden wir nochmal hier auf die Landeplattform fliegen. Und danach nochmal kurz nach Toshara. Ich hoffe, das geht recht schnell. Und dann geht es auf Na Tatooine. schön. Machen wir mit Dann der legen wir Hauptstory mal weiter. Ich hoffe, das los. Alles schaffen wir in der Folge noch alles. Also viel Spaß. Kurzes Briefing. Versuchen wir hier oben. Mir ist nämlich jetzt nur diese Station hier im Orbit bekannt, um seinen Blutstatus bisher loszuwerden. Ich weiß nicht, ob es dann später oder irgendwo anders auch noch mal was auf Planeten gibt. Auf dem jeweiligen vielleicht. Bisher jedenfalls weiß ich nicht. Hier die Dinger hier brauchen wir. An alle Staffeln. Uns Aber wurde der geht eine noch nicht. flüchtige EML 850 in diesem Ja, Sektor müssen wir. gemeldet. Rennsteller fällt, warte, das müssen wir mal gucken. Wir sind auf jeden Fall nicht hierhin unterwegs, das war irgendwo hier drinne. Das war die eine Raumstation, ich glaube hier links von uns. Da müsste das Ding sein. Wir werden bestimmt gleich verfolgt werden. Oder ist es hier schon? Konvoi-Schiffswrack? Nee. Das war hier drinnen. Dass wir unseren Suchstatus loswerden. Most wanted. Und dann landen wir nochmal auf Akiva. Ich will immer noch nichts. In Ordnung. Verhindern Sie, dass Sie springen. Wir hatten doch hier letztes Mal auch was. Wo ist denn das alles? Schon so lange suchen wird so nichts mehr hier. Irgendwo war hier das Firmen Imperium, dass wir uns Feinstellerfeld heilen konnten, hätte ich was gesagt. Weiß es. Oder geht das jetzt einfach nicht mehr? Was war hier drin, Alter? Ohne Scheiße. War doch so ein Dings. Da kannst du auch sprengen. Ich verstehe es nicht. Wir haben uns doch letztes Mal auch geheilt. Weiß ich nicht, warum wir
das machen? Vielleicht können wir später da Erze sammeln, keine Ahnung. So, nochmal, das ist die Station. Feinstellerfeld, das war hier zwischen. Den Tag war es noch hier zwischen, ich schwöre es euch. Deswegen war auch bei den Kunden, deswegen sind auch die Container hier geöffnet. Oder wechselt das immer? Geben Sie mir einen Lagebericht. Kein Zeichen vom Ziel. In Ordnung. Sie dürfen das System nicht verlassen. Das Schiff ist nicht hinter uns her, oder? Das ist eine imperiale Sturmkorvette. Solange sie im System ist, können wir nicht springen. Flüchtiger Frachter, ergeben Sie sich auf der Stelle. Sonst werden Sie zerstört. Wir müssen Ihre Waffensubsysteme ausschalten. Das verschafft uns genug Spielraum zum Springen. Ah, das okay, ist also schon müssen alles, wir erstmal ja? Auf der Schara helfen, okay? Wo ist denn das Mistviech? Mal die Korvette, ich will mal da hinten fliegen. Vergiss es. Wir sind im Arsch. Eliminiert! Ach, so ein Schwachsinn, Alter. Minus 1800 Kredits. Na gut. Was ich jetzt gerne mal wissen wollen würde, ist, warum gab es jetzt hier diesen Punkt nicht zwischen seinen Status zurückzusetzen? So ein Schwachsinn, Alter. Deswegen bin ich eigentlich auch hier hochgeflogen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, Akiva. Dann machen wir jetzt hier eine Mission dann noch. Da gehen wir nochmal hin, dann landen wir jetzt nochmal hier. Fahren da schnell hin und hoffentlich können wir dann da irgendwas bergen, womit wir die Dings hören und dann reisen wir nach Toshara. Versuchen nochmal dieses Hacking-Tool zu machen, bevor wir dann mit der Hauptmission weitermachen. Tja. Das war die letzte Lieferung. Und jetzt kommen die Kredits. Jetzt, diese Meldung geht auch immer noch nicht weg. Bis später, Ende 5. Strange. 2000 Kredits verloren fast, ey. Genug gelaufen, nix? Also irgendwann kannst du vielleicht später die Korvette nochmal besiegen, ich weiß es nicht. Im Moment haben wir es jedenfalls nicht geschafft. Los, Gas! Warum geht er? Jetzt geht er es außerhalb. Aber so lernen wir dazu. Ich wusste es jetzt auch noch nicht. Ich war nämlich vorher auch noch mal im Orbit da oben. Da konnte ich das nämlich vom letzten Mal oder vorletzten Mal. Da konnte ich nämlich das ohne Probleme machen da. Deswegen waren auch die gelben Container schon auf. Verstehe ich nicht, warum das jetzt eben nicht da war. Damit du es extra schwer hast. Hatte ich aber allerdings auch nicht komplett vollen Ruf, vollen Schaden, hätte ich fast gesagt, im Most Wanted Status. Vielleicht geht das nur, wenn du nicht vollen Status hast. Ansonsten musst du wahrscheinlich springen. Das wäre jetzt die einzige Erklärung noch. Sollen wir hier hoch. Wow. Cobra Kai konnte nicht mehr absteigen. So, jetzt sind wir hier drüben und nun, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geht's hier lang? Nein. Ist nichts markiert. Ja, also können wir diese Mission wahrscheinlich noch nicht machen. Ja.
man immer mal vorher wissen, ne? Geht das Ding irgendwie auf? Ist nicht auf? Wollen wir nochmal anderweitig hier ran? Machen wir mal drumherum. Ja Leute, ich habe gerade noch mal gelesen, also ich habe nichts gefunden da unten, ich habe gelesen, die Landeplattform ist angeblich nur aus dem Orbit zu erreichen. Oh, Alter, wie lange dauert denn das jetzt? Jetzt habe ich überspringen gemacht. So, das steht nämlich hier. Da. Die Nachrichten stammen von einer verlassenen Landeplattform, die nur aus Akivas Orbit zu erreichen ist. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Kann man das von hier direkt ansteuern? Jetzt hier docke an der verlassenen Landeplattform und finde ursprüngliche Übertragung. Schnellreise. Gucken, ob es geht. Das war die letzte Lieferung. Und jetzt kommen die Kredits. Wo sind wir gerade? Sieht wie ein altes Funkrelais aus. Die ganzen Übertragungen müssen hier rüber gelaufen sein. Gibt es Spuren des Signals? Ich denke, wir sind ein paar Jahrzehnte zu spät. Aber ich habe noch so einen Droiden wie dich gefunden. Er ist defekt. Ich bin nicht defekt. Wer schickt sie? Oh. Hallo? Wer schickt sie? Kay. Sag ihm, du gehörst zu den KUS-Spezialkräften. Ich bin von den KUS-Spezialkräften. Ich will dir helfen. Hier BX-Einheit. Kennzeichnung MT7. Hilfe benötigt. Aufklärungsmission unvollständig. Motivator inaktiv. Kommunikation inaktiv. Einheit verstreut durch Grenzen. Der Rest deiner Einheit ist draußen im Dschungel? Aufklärung. Kriegsentscheidende Informationen. Die Mission muss abgeschlossen werden. Ich bin kein Monsun. Sie wollen helfen. Alles gut. Das wird schon wieder. Beenden wir deine Mission, ja? Ich bin nicht defekt. Okay. Suche nach Spuren der alten Einheit. Oh, das ist wieder Suche, finde. Quest der Veteranen. Der Dschungel ist zu groß, um ihn zu durchsuchen. Vielleicht findet sich noch was am Landeplatz. Ich schaue mich mal um. Gut mitgedacht übrigens. Was ist KUS? Ah. Du scheinst nicht viel über die Klonkriege zu wissen. Klonkriege? Du meinst, der war 25 Jahre lang hier draußen? Ich habe das schon bei BX-Einheiten gesehen, die ihre Mission nicht abschließen können. Sie fixieren sich darauf und verlieren jeden Sinn für Raum und Zeit. Er denkt sicher, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Wir sind vermutlich die Einzigen, die ihm jetzt helfen können. Wonach genau suche ich? Nach einem gesicherten Raum oder Bereich. Die Separatisten halten Informationen immer unter Verschluss. So, und sind wir wieder von unserer eigentlichen Mission? Egal. Ich dachte, wir müssen hier nur hin. Zu klettern, aber steht da unser Shuttle, da können wir dann wieder abbauen. Das ist die Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Wie geht's jetzt da hoch? Thank you.
Tür, Tor-Ding hier. Ja, es geht schon ja super los hier. Da will er nicht ran, da will er nicht hoch. Ist für die Tür eventuell, oder? Soll man von hier aus schießen? Nein. Von hier aus... Die Tür hier? Ne, da gehen die Kabel nicht hin. Ah, fuck you, was ist denn hier schon wieder los? Jetzt kommt es auf Rätsel. Ich wollte eigentlich weitermachen, ey. Kann die kaputt schießen? Was kommt da eine Leiter runter oder was ist das denn hier? Wir müssen ja irgendwie da hochkommen. Da kommen wir nicht dran zum Klettern. Okay, vielleicht sollen wir das hier von hier aus noch nicht machen. Deswegen erst später. Kommt man hier hoch? Nein. Ach, Leute, müssen wir cutten. Dass es nicht so lange dauert, ne? Das ist unser Kleider. Gibt es hier unten noch irgendwas? Kommen wir nicht hoch. Kommen wir hier nicht mehr hoch oder wie oder was? Hier vielleicht? Doch. Okay. Ja Leute, ich mach kurz einen Cut und gucken, wie wir es hier hinkriegen. Wir haben ein gesichertes Gelände gefunden, aber die Tür hat keinen Strom. Die Notfallgeneratoren halten laut Spezifikation um die 30 Zyklen. Such nach einem. So Leute, manchmal sieht man die weit vor lauter Augen nicht. Hier hinten war es, oh, aber mit keinem Mauscursor. Hier konnte man hoch, da einfach hoch, um dann hier rüber zu kommen, auf den Container und draufhüpfen. Ich brauche noch mehr Energie. Hat wieder Energie. Was wohl dahinter ist? Datenpad. Der Beginn der Sturmsaison hat den Aufständischen einen unüberwindbaren taktischen Vorteil verschafft. Vorbereitungen für die Evakuierung von Akiva sind im Gang. Ich habe den Auftrag, das Relais zu verteidigen, während die Einheiten 437 und 416 ins Einsatzgebiet zurückkehren. Das Risiko ist hoch. Die Bedingungen liegen außerhalb unseres Betriebsparameters und 437 meldet Schwierigkeiten bei der Annäherung an den Blutbaum. Doch wir dürfen nicht scheitern. Hier steht, dass sie zum Blutbaum sind. Aber viel genauer wird's nicht. Hey, MT7, wonach genau hat deine Einheit gesucht? Kriegsentscheidende Informationen. Versteckt. Feindpositionen. Monsi. Die Mission muss abgeschlossen werden. Ich bin nicht defekt. Der Baum steht viel zu exponiert. Aber ich sehe Höhlen auf den Geokarten des Planeten nicht allzu weit Richtung Süden. Wenn der Droide in diesem Sturm deaktiviert wurde, ist er bestimmt noch dort. Klar. Wie geht's dir mit all dem? Viele Droiden sind im Krieg gestorben, Kay. Wer ist jetzt die Mission eigentlich? Der Veteran. Tja, wollen wir die noch zu Ende bringen? Jetzt sind wir noch auf Akiva. Hier ist etwas. Das heißt, wir. Ja. Gucken wir mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder 1000. Otokiki Yuna Sunni. Chichinaga Opa. Chichi Kiro Plasu Aratu. Chichi Batawata Chon. Hoha Mikichi. Twana Opa. Funkspruch. Siedler werden angegriffen. Das ist hier drüben. Links lang. Boah, du, die Karte, ich mag diese Karte überhaupt nicht.
Jetzt rechts lang und dann links. Helfen wir mal kurz. Okay, in der Farm. So, wer ist jetzt hier wer? Wer ist jetzt hier wer? Verteidige Zivilisten, ja, gegen wen? Ja. Oder sind das hier Zivis? Ganz hier wieder super. Ne, das war nicht. Da ist einer. Es ist war jetzt nicht so ganz eindeutig. Ich bin Kay. Ich habe eure Übertragung gehört. Biasa Bola. Gigi Boto Utwata. Chon Lasa Masa Jiwiha. Oh, ich habe gar keinen Bock da drauf jetzt. Nimm's auf! Funktioniert wieder super. Wir gehen so langsam die Option aus. Nimm das Gewehr, er nimmt es einfach nicht. Sehr gut, Nix. Und viele, ey. Kannst du auch nicht rauskriegen, wer hier wer ist. Er ist jetzt in Schusslinie, ne? Hat ja auch super geklappt, habt ihr gesehen? Nee, gar nicht. Jetzt sind wir tot. Gerade noch die Fiole gekriegt. Die funktioniert irgendwie gar nichts. Pause. Imperium. Hilft. Wo ist jetzt hier noch wer? Wo ist hier noch wer? Jungs. Doch hier irgendwo. Wo denn? Du? Ne, grün. Warten wir jetzt grün. Das hier. Oh. Zivilisten unter Beschuss. Noch einer. Jetzt haben wir ein Blastergewehr. Das könnten wir mal nehmen. Boah, das war ein Sniper-Hit oder was? Na da. Gut, noch am Leben.
das ging ja halt super. Mehr oder weniger. Biasa Fahopa. Oto Planito Kipa Miki Yunu Chiji. Bata Gigi, no Bata Tuma. Ja, hab ich gemerkt. Wama. Fabasaka Jope no Bangabola. 500 Kredits, das ist noch lange nicht das, was wir neulich verloren haben. Beim Sterben. Na los, das geht schneller. Haben wir noch Bacta-Fiole? Ne, aber eine Granate sammeln wir uns noch ein. Und dann auf zum. Ist schnell dunkel, da ist noch eine Fiole. Können wir die auch auf dem Gleiter einsammeln? Natürlich nicht. So, jetzt ab zu dieser Höhle, geradeaus und links halten hier. Du müsstest noch eine Minimap haben. Bräuchtest du nicht jedes Mal da so draufschalten, weißt du? Oh, der härteste Busch ever. Festhalten. Und wo wohnst du, kleines Kerlchen? Das kleine Kerlchen ist Akku, Alter. Was willst du denn? Wir werden auch die Dings hier zerstören können. Die Explosionsfässer. Hier ist der Druide. Da liegen einen Haufen Druiden rum. Jetzt den nächsten Hinweis. Es muss wahrscheinlich wieder 27 Punkte abfahren. Seine Einheit. Hier ist der nächste seiner Einheit. Das ist der 437. Fehlt noch 416, oder? Zum Glück haben die Aufständischen unser Treibstofflager noch nicht entdeckt. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle unsere Positionen im Einsatzgebiet kompromittiert sind. Einheit 416 befindet sich auf dem Weg zu unserer nördlichen Basis westlich der Saschinen-Siedlung. Da siehst du damals den nächsten Punkt, um eine vollständige Datenlöschung durchzuführen. Während auch ich hier warte, um eine Feindbewegung im Auge zu behalten, wir dürfen nicht scheitern. Also, Saschinen. Der letzte ging anscheinend in den Dschungel. Irgendwo westlich von Saschinen. In so einem Gelände kann einem Droiden viel zustoßen. Könnte schwer zu finden sein. Wir sind noch also, hier. Also, hast du viel gekämpft in den Klonkriegen? Ja. Gegen wen hast du gekämpft? Gegen jeden, den die Befehle vorschrieben. Ich wurde konstruiert, um zu gehorchen und zu zerstören. Das Weshalb war nicht relevant. Es ist für Organische manchmal schwer zu verstehen. Organische. Verstehe. So, ist der Punkt jetzt hier abgehakt endlich? Ja, jetzt ist er nicht mehr gelb. Dann Schnellreise nach Saschinen. Vielleicht schaffen wir das jetzt noch in der heutigen Folge, Leute. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Punkt. Schauen wir mal. Hier ist gleiterfreie Zone. Tut mir leid, eigentlich wollten wir nach Toshara die Hacker-Mission machen. Die wird wahrscheinlich auch wieder ewig dauern. Also gibt es eigentlich kaum kurze Missionen, finde ich. Bedeutet, aber die machen wir, damit wir, ich hoffe, dann diese Joker ziehen können, sozusagen beim Hacken. Die werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge machen, nach Toshara reisen. Und ich hoffe, die dauert nicht so lange, sodass wir dann auf jeden Fall weiter können nach Tatooine. Und unser nächstes Crewmitglied rekrutieren können. Oh, Alter, wo ist denn hier der Ausgang? Hier so. Hallo, grüßt euch. So. Machen wir mal, Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, sollte das jetzt nicht zum Ende führen, führe ich die noch alleine durch und erzähle euch dann, wie es ausgegangen ist. Danke fürs Zuschauen. Na schön, ich bin westlich von Saschinen. Und jetzt? Die Einheit von MT-7 war auf einer Aufklärungsmission.
Sie würden nicht offen im Dschungel operieren. Ah, also suche ich noch eine Basis? Eine gut versteckte. Du solltest die Ayako-Ruinen in der Nähe auskundschaften. Hey, warst du auch so wie MT7 damals im Krieg? Wir sind wie alle anderen, Kay. Dazu wurden wir konstruiert. Okay. Ich hoffe, das ist dann die letzte Info. Er muss ja hier liegen. Hier ist er. Noch ein Teil der Einheit. Gut, dass er nicht komplett zerstört ist. Das ist 416. Fehlt er noch 413, oder? Oder war der andere 413? Nee, der war 407, oder? Das Satellitenrelais reagiert nicht. Ich habe unsere Überwachungsdaten direkt in diesem Bericht enkodiert, falls der vorgesehene Übertragungsweg scheitert. Ich versehe die Basis mit Sprengladung, um sicherzustellen, dass sie nicht in die Hände der Aufständischen fällt. Leider hat der Monsun meine Motivatoren beschädigt, sodass mein Sprengradius voraussichtlich nicht entkommen kann. Okay, hier sind alle Infos deines Trupps. Empfangen. Übertrage. Warte. Warte. Dschungel. Warte. Übertragung fehlgeschlagen. Satellit fehlgeschlagen. Die Mission darf nicht fehlschlagen. Ich habe ein Schiff. Ich werde euren Satelliten finden, ja? Die Mission wird nicht scheitern. Okay, also es geht nochmal weiter. Im Akiva Orbit. Dann sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal, ne, Leute? Wir machen Schnellreise ins Schiff. Und dann haben wir es.